So, willkommen offiziell zur Safari-Zone in Philadelphia, aus Philadelphia. Wie man sieht, guck, da liegt Schnee. Spaß. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein lustiges Pikachu gespawnt. Es ist nämlich genau 12 Uhr, jetzt geht's los. Für die Early-Ticket-Besitzer ging es natürlich schon um 10 Uhr los. Hier ist auch Incognito am Start, alles dabei. Was für uns nur interessant ist, ist, aus der Fotobomb soll es ja Geronimatz geben. Dann Voltoball als Shiny eingeführt und ja gut, Pikachu kann man trotzdem nochmal als Shiny mitnehmen. Sind ja seltener. Ihr seht auch hier in der Nearby-Liste Furnifras, das Kontinentale ist da. Hier dieser rote Karate-Kämpfer-Typ ist auf jeden Fall auch da. Da werde ich mir noch ein paar abgreifen, ein paar Incognito fangen. Und wir gucken mal ganz kurz in die Aufgaben. Pupsi hat sie sich schon angeschaut. Die sitzt nämlich neben mir. Verschicke 10 Pokémon, entwickle 3 Pokémon, fange 10 verschiedene Arten von Pokémon. Das werden wir zuerst mal machen. 10 verschiedene Arten fangen. Im Abschluss, vor allem sind es ja trotzdem, es sind ja trotzdem wieder nur 2 Kapitel. Da geht das Video dann 5 Minuten und das war's. Nein, am Ende gibt es natürlich noch eine Ausbeute, was heute noch so passiert ist. Verschicke 10, entwickle 3, fange 10 verschiedene Arten von Pokémon. Wir melden uns zurück, wenn wir ein paar gefangen haben. Hier sitzt natürlich auch Alola Sandan, kann man natürlich auch als Shiny abgreifen, ist auch sehr gut gemacht. Gibt es ja sonst eigentlich immer nur aus den 7 Kilometer Eiern, jetzt natürlich nicht mehr, weil da ja jetzt die Fossil-Pokémon drin waren. Wer die ganzen Alolas also noch nicht hat, der kann ruhig mal bei einer Safari mitwirken, sich da ein paar gönnen. Alola Vulpix, das glaube ich auch daneben. Gibt es natürlich auch in Shiny, können wir auch mal antippen. Und ich sehe noch ein Bronzel. Bronzel natürlich auch genial. Als Shiny sieht das vor allem auch cool aus. Eben habe ich schon 20.000 Bälle auf diesen roten Klotz geschossen, weil der so hartnäckig war und immer zu rausgekommen ist. Weiß gar nicht, ob wir können ja mal die erste Fotobomb machen. Können mal gucken, ob das funktioniert. Wenn wir hier einmal das machen, WP10. Ob das funktioniert mit hier ein Vulpix. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Geronimatz dabei. Wir gehen mal zurück und fangen das. Ist nämlich auch ein neuer Pokédex-Eintrag. Das habe ich noch nicht gehabt. Geronimatz! Und da das nicht fliehen kann, würde ich es natürlich immer mit gelber Beere fangen. Dass das passt. 657. Zählt auch für die Aufgabe dazu. So. Video reicht doch, oder? Muss man kein Foto machen. 1, 2, 3, 4. Ja, komm. Ist auf jeden Fall drin. Ist ein neuer Pokédex-Eintrag. Ich glaube, Pupsi will bestimmt weiter. Nicht? Wie, du willst hier stehen bleiben? Ist ziemlich laut hier. Fertig. Und der Pokédex-Eintrag. Dann zieh ich schnell weiter, bevor mir noch die Haare vom Kopf gefressen werden. Wir können das aber auch gleich mal bewerten, wenn wir einmal dabei sind. Sieht schlecht aus. Lauter Bronzel. Und hier noch der Dicke. Den Dicken nehme ich für die Überblendung. So, angekommen am beliebten Vierer-Spot, der jetzt ein Fünfer-Spot, Sechser-Spot, was auch immer Unendlich-Spot ist. Hier in der Mitte, der ist nämlich neu. Ist eigentlich bei der Post hinten, bei der Statue, was schon ein Spot ist. Jetzt wurde aber ein kleines Männchen noch neben der Statue fotografiert und auch noch eingereicht. Kann man sicherlich machen, so wie es aussieht. Wir nehmen mal hier noch ein Incognito mit. Leider habe ich auch die 10 verschiedenen Pokémon schon fertig. Weil ich nicht drauf geachtet habe, weil ich bei Pupsi geguckt habe, die hat auf ihrem Relaxo rumgewühlt und wollte damit spielen, aber das hat wieder 10 Jahre gedauert, bis das überhaupt reagiert hat. Das verstehe ich auch immer nicht beim Spielen, dass das manchmal wischst du 3-mal drüber und es ist fertig und manchmal wischst du 20-mal und es passiert einfach nichts. Jetzt habe ich die 10 verschiedenen Arten aber fertig. Ah, bleib doch drin! Irgendwie ist man trotzdem jetzt demotiviert, weil man weiß, 2 Kapitel. Beim zweiten gibt es nur Buddy-Sachen. Ich meine, klar, man soll das von zu Hause aus machen können, aber ja, im Vergleich zu so einer richtigen Safari ist das halt alles ein bisschen low. Aber die richtige Safari soll ja angeblich nachgeholt werden, alle 3. Ich frage mich nur wann, weil wenn die das dann im, wir können noch entwickeln nebenbei, wenn die das dann irgendwann Ende des Jahres machen, das sind ja eigentlich schon wieder die nächsten Safaris und die nächsten. Ich habe also keine Ahnung, wie die das bewerkstelligen wollen, aber mit Abra hat es ja auch geklappt. Wir entwickeln jetzt mal hier das Seepaar, da haben wir nämlich noch ein paar Bonbons.
Die Buddy-Sachen werde ich dann unten an der Brücke machen, da kann ich die Kamera gut abstellen. So, da haben wir eins. Was machen wir noch? Komm, wir entwickeln auch mal einen Voldoball, ne? Vielleicht bringt das ja Glück und das Voldoball ist dann gewillt, noch als Shiny aufzutreten vermehrt. Vielleicht bringt es was, natürlich nichts. Die andere Aufgabe war, weiß ich gar nicht mehr, was war denn die erste Aufgabe? Genau, habe ich nämlich, weil mein Beutel noch voll war, wegen Snubbull, habe ich nämlich gleich 10 Pokémon verschickt. Jetzt war die Aufgabe auch fertig, also auch für den Arsch. Konnte ich auch nicht abfilmen auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch 3 Pokémon entwickelt. Wieso ist heute eigentlich so viel los? Und wieso brummt bei jedem der Auspuff so laut? Diese Jugendlichen, ich sage dir. So, 3 entwickelt. Jetzt holen wir mal die Aufgaben ab, gucken mal, was da noch bei rauskommt. Ihr habt hier noch einmal Rauch, was ich mir auf jeden Fall aufhebe für den Rauchtag. 5 Sonderbonbons, 100 Superbälle. Schmeiße ich meistens weg, ich fange ja meistens alles mit den Hyperbällen. Und hier haben wir noch eine Pokémon-Belohnung, eine Superbrutmaschine, eine Sofort-TM. Die Pokémon-Belohnung ist ein Geronimatz, nochmal. Und ich sag's euch, nehmt die gelbe Beere, fangt das, ihr braucht Bonbons, ihr wollt das ja auch weiterentwickeln. Vielleicht können wir ja auch noch das Geronimatz entwickeln in dieser Folge, dass wir das auch mit drauf haben, wenn er aufhören würde, immer zu hüpfen. 5 Fotobombs kann man, glaube ich, machen. Eine habe ich gemacht, 4 habe ich noch offen. Bei dem Kummel muss man ja auch noch was machen. Wir können ja von dem Geronimatz einfach eine Fotobomb machen, um das nächste Geronimatz rauszulocken. Naja, soll doch. 5, ne? Zack, nichts. Sprich, es geht nur einmal? Nein! Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ich dachte, das ist wie beim letzten bei Abra, wo man am C-Day auch 5 Stück machen konnte. Wenn es nur einmal geht, ist es ja trotzdem. Dann habt ihr ja nur 2 Geronimats. Dann muss ich ja wieder Sonderbonbons nehmen. Was tippt man noch an hier? Nee, das nicht. Wir nehmen mal noch das Bronzel mit. Laufen mal noch ein Stück und melden uns gleich nochmal zurück, wenn wir durch die Caritas Gas marschiert sind, da geht es nämlich immer richtiger. Und in der Caritas Gas sitzen natürlich die Furnifras. Könnt ihr euch auch mal angucken, stehe ich eh nicht, wieso wir die hässliche Ameise bekommen haben. Und den Ameisenbär, das heißt ja schon, der ist ja stärker, weil der frisst ja die Ameisen. Wir sind die Ameisen und der andere Kontinent, ne, frisst uns auf. So ist das bestimmt gedacht. Wir machen einen kleinen Umweg zur Brücke. Eigentlich wollte ich da hinten beim Fahrstuhl runter, aber ich habe schon wieder vergessen abzubiegen. Wer ist denn das? Kennt man den? Ein Funifras, noch was hier, noch ein Voldoball. Hätte ja shiny sein können, ist es nicht. Dann nehmen wir lieber noch das andere Funifras mit. Vielleicht mal zum Traden oder so für ein paar Leute, die da eins brauchen oder eins suchen. Jo mei, die ist doch der Franz schon wieder. Was machst du da, Snubbull? Okay. Okay, viel Spaß. 12.19 Uhr. 777 WP haben wir hier dabei. Da ist nichts mehr, aber ich habe vergessen, ins nächste Kapitel überhaupt zu gehen, um mir die komischen Aufgaben anzugucken. Mach einen Schnappschuss von deinem Kumpel, gib deinem Kumpel 3 Snacks, spiel 3-mal mit deinem Kumpel, gibt sogar einen Raid Pass dazu, 30.000 Staub. Da darf ich nicht vergessen, dann mal ein Sternstück zu zünden. Vulpix haben wir hier noch, wir können das Lichtel auch noch mitnehmen, auch mit gelber Beere. Das mache ich, glaube ich, wieder für die Überblendung und melde mich unten an der Brücke zurück, wenn nichts Krasses spawnt zwischendurch. Ihr seht, Philadelphia ist auf jeden Fall nicht sehr groß und hat immer nur die gleichen Ecken parat. Wir gehen jetzt aber nochmal auf die Buddy-Aufgaben. 2-mal habe ich schon gespielt. 1-mal kann ich noch spielen. Das ging eigentlich gerade richtig gut. Einmal streicheln, dann hat das funktioniert hier. Ihr hört das ja auch. Also wenn ihr mit Ton spielt, hört ihr ja, dass das richtig an ihm rumkratzt und dass das auf jeden Fall dann funktioniert. Einen Schnappschuss braucht man noch und 3-mal füttern. Dann ist es leider sogar schon vorbei mit den Spezialaufgaben. Und man hat wieder genau den Eindruck, eine Safari ist halt nicht gleich eine Safari, denn eine Safari vor Ort
ist halt was Besonderes. Die vielen Menschen, die da rumrennen, alles Gleichgesinnte, spezielle Aufbauten dabei hin und her. Gut, eine Safari ist auch jetzt kein Go-Fest, aber trotzdem ist eine Safari zu Hause, da wo man jeden Tag spielt, einfach nicht dasselbe. Wenn ich mich an Dortmund damals erinnere, zur Safari-Zone, das war richtig genial. Auch das Go-Fest war nochmal eine Schippe drauf. Aber die Safari alleine im Jahr davor war schon richtig heftig, richtig genial. Das kann man einfach nicht so toppen. Deswegen jeder, der wer bisher noch nicht auf einem Go-Fest war oder bei einer Safari, empfehle ich unbedingt, gönnt euch mal ein Ticket, macht mal eine Reise, geht mal dahin, guckt euch das wirklich mal an. Hab ja vom Go-Fest letztes Jahr auch extra Videos gemacht, hab die alle hochgeladen. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling bei. Ihr seht, wenn wir hier rumlaufen, also wir kriegen halt ein paar Furnifras, wir kriegen ein paar von den komischen roten Ninja-Typen, aber eigentlich reicht's, wenn ihr die einmal habt, ansonsten braucht ihr ja nicht tausend von demselben. Wir sind jetzt noch gespannt, wir haben hier ein Glücksei, wir haben hier nochmal 100 Bälle, wir haben hier noch ein Sternenstück. Und Sternenstück wollte ich ja auch anmachen, es ist ja sowieso doppelt Sternstaub momentan, eben noch durch das Johto-Event. Also mache ich mal ein Sternstück an, wenn ich das jetzt abhole, fange dann noch ein bisschen weiter. Hier haben wir aber noch ein Pokémon, was erscheint. Das müsste dann also das Voldoball sein, das Garantierte. Und das müsste jetzt auch 45.000 Staub gegeben haben. Hier habt ihr es auf jeden Fall. Shiny Voldoball. Richtig genial. Da machen wir auch mal ein Screen davon. So, nehmen wir auch mit gelber Beere. Der kann ja nicht fliehen, weil der aus der Aufgabe ist. Wenn ihr aber einen Wilden seht irgendwo, nehmt immer die Goldene, denn die Wilden, die können fliehen, die sind nicht 100% drin, nur die Raid-Shinies, aber nicht die Wilden-Shinies. Merkt euch das, sonst geht euch einer durch die Lappen, dann rastet ihr komplett aus. Den bewerten wir auch mal, weil der aus der Quest kam. 15 Angriff, okay. Nehmen wir mit, brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten. Dann sind wir erstmal auf der sicheren Seite, aber ich glaube, so schnell wird jetzt keiner mehr kommen. Da sitzt zwar noch einer, aber ist ein normaler Roder, also kein Problem. Wir laufen mal noch ein bisschen, sammeln noch ein paar Buchstaben, drehen noch ein paar Stops. Mal gucken, was sonst noch so geht. Wenn nicht, melde ich mich dann irgendwann mit der Ausbeute zurück. So, eigentlich habe ich gar keine Lust und bin schon wieder total demotiviert. Guckt euch mal die Grünanlage an hinter mir. Nein, aber ich habe gedacht, bevor das Video viel zu kurz gerät, entwickle ich einfach noch das Geronimatz, weil ich habe ja jetzt zwei, da kann ich eins so lassen. Kann eins entwickeln, da habt ihr auch wenigstens noch was zu sehen. Problem ist, ich habe halt keine Bonbons. Wir haben hier eins, das hat ein niedrigeres Level als das andere, hat aber glaube ich bessere IV. Normalerweise nehme ich ja immer das mit dem höheren Level, aber das ist ja jetzt wirklich 628, 657, das ist kein Unterschied. In dem Fall können wir das mal mit den besseren IV nehmen. Müssen aber natürlich Sonderbonbons drauf geben, weil wir wieder 50 Stück brauchen. Aber ich weiß eh meistens nicht, was ich damit machen soll. Also für euch, für das Video, für den neuen Pokédex-Eintrag, hauen wir mal ein paar Sonderbonbons drauf, entwickeln das Geronimatz. Der Danny hat immer gesagt, dass er drei Stück, glaube ich, hat aus der Go Battle League und er wollte mir auch mal eins traden. Haben wir jetzt die ganze Zeit nicht. Wir wollten erstmal gucken, ob ich jetzt bei der Safari eins bekomme. Jetzt könnte ich natürlich warten, ob ich mit ihm mal Glücksfreunde werde und dann eins nehmen als Lucky oder halt mit Pupsi, weil die hat jetzt auch zwei, ne? Und die braucht die eh nicht. So, wie heißt denn das Ding jetzt? Vashagwil. Sieht auf jeden Fall komisch aus, Vashagwil. Habt ihr auch ein Vashagwil? Schreibt es mal in die Kommentare. Haben wir jetzt auch noch einen Bonbon extra, da kann ich gleich wieder einen Screen machen. Ansonsten, keine Ahnung, Pupsi hat eben noch einen Shiny Bronzel hier gefangen. Ich noch nix. Beim letzten Mal auch andere Leute hier so 20 Shinies in den 6 Stunden, ich dann 4. Ich werde trotzdem noch ein bisschen nach Pikachu suchen, ein bisschen nach Voldoball, aber die ganze Zeit jetzt alles hier abfilmen. Ich melde mich einfach mit der Ausbeute dann zurück. Wir gucken dann da mal rein. Ist ein kurzes Video einfach, also Safari-Zone zu Hause. Kann man machen, muss man aber nicht. So, es ist 18.20 Uhr. Pupsi ist jetzt schon heimgegangen. Ich stelle mich hier mal unter. Es regnet nämlich ein bisschen. Wir wollen euch aber natürlich noch die Ausbeute zeigen, was wir alles gefangen haben. Erstmal kann ich euch
Pupsi zeigen. Die hat mir nämlich auch was. Die hat ihre nämlich geschickt. Sie hat insgesamt 19 Shinies bekommen. Ich habe beim letzten Mal, wie gesagt, 4 Stück bekommen oder so. Habe aber wenigstens ein Pikachu bekommen und wenigstens das, was ich wollte, nämlich Lampi mehrmals beim letzten Mal. Diesmal ging es eigentlich um Voldoball. Hier das erste blaue Voldoball ist das, was sie bekommen hat zuerst. Natürlich garantiert aus der Quest. Sie hat sie halt so Voldoball, Bronzel, Voldoball, Krabby, Voldoball, Wingull, Merrill, noch ein Merrill, das wollte sie ja die ganze Zeit schon haben. Nochmal Voldoball, Wingull. Dann kommt zweimal Wablu, ein Sengo, ein Yanma, noch ein Voldoball, ein Seba, ein Schmerbe, Pandimos und nochmal Voldoball. Welches davon ist euer Lieblings-Pokémon? Schreibt es mal in die Kommentare. Sie hat sich auf jeden Fall riesig gefreut. Vor allem über Voldoball eben, aber manch andere hat sie auch noch nicht gehabt. Mir ging es ja nur um Voldoball heute. Noch ein Pikachu wäre auch richtig genial gewesen. Ihr seht, mit einem laufe ich schon. Hier, Eimer, Schaf und Voldoball, das ist das aus der Quest. Natürlich zum Angeben. Wir gucken aber mal rein, was wir bekommen haben. Schillernd, auf zuletzt Gefangene. Wenn wir runtergehen, seht ihr schon, dass das nicht so viel ist wie bei ihr. Die zwei Snubbull waren ja von dem begrenzten Forschungstag. Dann haben wir hier das Voldoball aus der Quest. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 andere Voltobälle bekommen auf jeden Fall. 623 ist hier das größte. Ein Sengo, ein Wablu, ein Seepa, zwei Pandimos, ein Quapsel und noch ein Wablu. Also Wablu braucht man ja überhaupt nicht mehr. Habe ich schon seit der Safari-Zone in Dortmund 1000 Stück gehabt. Quapsel finde ich auf jeden Fall cool. Ein Sengo finde ich auch noch ganz cool. Selbst das Pandimos, weil das genau 1500 hat, finde ich auch ganz genial. Wir wollen jetzt natürlich nochmal das höchste Voldoball nehmen und entwickeln. Das ist also das hier mit 623. Einmal 50 Bonbons ausgeben, durchentwickeln. Und ich habe es am Anfang ja wirklich so gemacht, dass ich auch im Prinzip direkt nur Voldoball gesucht habe. Und als ich dann das vierte oder so hatte, habe ich gesagt, gut, ich muss nicht mehr explizit auf Voldoball-Jagd gehen. Dann hat man auch mal den Klicker angeschmissen, hat nebenbei eben auch ein bisschen fangen lassen. Hier seht ihr jetzt also Elektroball, sieht auch auf jeden Fall sehr genial aus. 1336. Und so ist man die restliche Zeit mit dem Klicker durchgelaufen und dann könnt ihr mal sehen, was da alles noch reingegangen ist. Ich habe meistens dann immer Furnifras und diesen Jijitsu oder wie das Ding heißt angeklickt, weil ich da noch ein paar Bonbons sammeln wollte, dass ich mal eins maxen kann. Hier seht ihr also ganz viel Incognito noch dabei, Furnifras, Bronzel, Mediti, Jurob, Wingull, Voldoball, Sander, Nalola natürlich, Felilu ist glaube ich geschlüpft, Merrill gab es, nochmal Seba, Incognito, Quapsel, Incognito, viele Furnifras wieder dabei, Pikachu mit Hut gab es natürlich wieder, aber wie gesagt, keinen Shiny diesmal bekommen. Hier Krabby, da hätte ich auf jeden Fall gerne noch eins bekommen, aber habe ja die Familie trotzdem voll. Lichtel gab es etliche, Sandern, also nochmal wieder in der Alola-Version. Merrill Bronzel, Incognito, Sandern, Bonita saß auch oft rum. Hat ja auch so einen blaulichen Schimmer als Shiny. Dann hier Jiutesto, den finde ich auf jeden Fall richtig genial. Hab jetzt auch ein richtig hohes, gutes und mit den 157 Bonbons, ich glaube 150 hätte ich gebraucht, um es komplett zu maxen. Geht sich also aus. Dann noch ein paar andere Sachen hier. Vieles wiederholt sich natürlich. Wir brauchen nochmal einen Furnifras. Da können wir nämlich bei Furnifras gucken, wie viele Bonbons. 189, da hätte ich auch 150 gebraucht, um vielleicht eins zu maxen. Dann hier dasselbe wieder. Seepa da dabei natürlich. Also ihr seht, welche Spawns ungefähr da waren zur Safari-Zone. Ihr könnt ja mal schreiben, was euch da am meisten interessiert hätte. Pikachu leider nicht so häufig da. War bei der Liverpool Safari meiner Meinung nach vermehrt. Hier jetzt eigentlich eher selten. Dafür aber ganz viel Voldoball. Hier fängt es dann natürlich an. Das hier noch. Ach so, das Geronimatz. Aber habe ich ja entwickelt hier. Das seht ihr vom Anfang noch alles. Das war es aber jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Nachdem es ein bisschen schleppend angefangen hat. Gerade mit dem alles per Hand antippen, muss ich sagen, sind gerade durch den Klicker eigentlich noch viele Shinies dazugekommen, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Dann habe ich mir gedacht, hätte ich die ganze Zeit einfach nur mit dem Klicker gespielt. Es gab ja auch eben diesen doppelten Sternstaub noch und alles dabei. Hätte man das vielleicht noch besser ausnutzen können. Ich habe auch schön die Sternstücke dann
gesammelt, also aufgestockt, dass da immer gleich mehrere dran kommen. Nachdem es eine halbe Stunde lief, schnell noch zwei, drei Stück drauf, dass das gesammelt geht. Da oben sitzt auch der Adi. Ich kann mal die Aufnahme hier ausmachen. Guck mal da. Guck, der Adi da. Adi! Zoom mal ran. Da sitzt der Adi auf jeden Fall und freut sich. So, keine Ahnung. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, und schreibt natürlich mal rein, habt ihr auch ein Ticket gehabt, habt ihr die Safari gespielt, was war eure Ausbeute, wie viele Shinies habt ihr einen Voldoball bekommen, was war euer Liebling, und wir sind gespannt, wann es noch nachgeholt wird oder nicht, dann hat man ja nochmal die Chance vielleicht auf Pikachu. Tschuh!